Und jetzt kann Schönheit das wilde Biest zähmen. Nein. Wie heißt du denn, kleiner Mann? Schöne, wo hattest du dich so lange versteckt? Wer seid ihr eigentlich? Wunderschön und widerspenstig zugleich, das liebe ich. Ich erlaube mir also, mich dir selbst vorzustellen. Dein zukünftiger Ehemann. Ehemann? Ich biete dir hiermit die großartige und einmalige Gelegenheit, meine Braut zu werden. Eure Braut? Nein. Das wird sie nicht. Liam, wie lange ist es eigentlich her? 16 oder 17 Jahre? Wie lebt es sich denn heute so als König? Lasst uns in Ruhe. Bitte, bitte verschont sie. Soll das heißen, ihr wollt mir sagen, was ich zu tun habe? Schon vergessen, was mit eurer Tochter geschehen ist? Tochter? Geht, sofort. Ihr habt doch schon eine Frau. Ich hatte sogar drei, um genau zu sein. Jede war ein Fest für die Augen, aber sie waren so langweilig. Da muss ich etwas ändern. Und hier steht die glückliche Auserwählte. Das sehe ich aber ganz anders. Völlig zu Unrecht. Ich gebe dir noch eine zweite Chance. Versteinere das Königspaar! Versteinere alle, die hier stehen! Hört auf! Ihr dürft so etwas nicht tun! Lustig! Ich tat es ja schon. Gut, ich gewähre dir eine weitere Chance. Heirate mich und ich werde sie alle wieder befreien, oder? Du leistest ihnen Gesellschaft. Aber... Tick-Tack, die Uhr läuft. Halt dich fest! Sollte ich ihr nach? Nein, alle Frauen rennen mir nach! Du wirst zurückkommen, Prinzessin! Ich gewähre dir 3 Tage! Danach wird mein genialer Zauber unumkehrbar sein! Heirate mich innerhalb dieser Frist, oder sie bleiben für immer versteinert! Bitte, lass uns zurückfliegen! Nein, er darf dich nicht verletzen! Wieso nicht? Wer ist er denn? Er ist ein Zauberer, der sich nimmt, was er will und wann er es will! Es muss eine Möglichkeit geben! Nicht solange er den Zauberstab hat. Durch den Stab ist er unbesiegbar. Wer bist du nur? Und wieso hast du mich gerettet? Ich bin eine Freundin.